Hallo und herzlich willkommen in der Küche. Ich wollte jetzt mal umfassend Danke sagen für sämtlichen Krempel, den ich vor Weihnachten und an Weihnachten gekriegt habe, also quasi den Stapel Weihnachtsgeschenke sozusagen abarbeiten. Und weil sie nicht möchte, dass ich das mache, wollte ich auch mal kurz auf die Geschenkchen von Freundinnen eingehen. Einfach aus Protest, dass ich das nicht soll. Mache ich es halt dann eben entsprechend trotzdem. Ja, so bin ich. und außerdem könnte es für euch ganz interessant sein, weil es betrifft uns alle. Denn ich habe einmal das hier bekommen und einmal das hier. Und deshalb jetzt in diesem Video für diejenigen, die sich mit der Thematik überhaupt nicht beschäftigen, was ja völlig in Ordnung ist. Ich habe mich da auch erst umständlich einlesen und einarbeiten müssen und bin natürlich auch längst kein Profi, aber für meine Zwecke langt es einigermaßen. Film, Fototechnik und so weiter und so fort. Das hier wird jetzt gerade aufgenommen von einer EOS 200D, eine Canon EOS 200D, das ist eine Spiegelreflexkamera, eine digitale, also klassisch. Ja, das ist jetzt für eine, sagen wir mal, Einsteigerkamera in dem Bereich der professionelleren Digitalfotografie und auch Filmografie, das Ding macht halt auch sehr gute Videos, ist das eine Einsteigerkamera. Für meine Zwecke, und wenn man sich anguckt, was ich bisher so an Technik verwendet habe auf dem Kanal, ist das bisher noch das Beste. Ja? Warum unbedingt jetzt so ein Ding? Warum nicht eine sehr, sehr hochwertige Kleinbildkamera, die man leichter rumschleppen kann, die ähnliche Bildqualitäten potenziell zumindest erzielen kann? Aus meiner Meinung, meiner Sicht, meine Meinung, ne, kann man auch anders sehen, aber ich denke, mit einer wirklich hochwertigen Kleinbildkamera kriegt man heutzutage auch wirklich richtig, richtig, richtig gute Bilder hin. Und deswegen die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, die den Spiegelreflex mitbringt, das haben die hochwertigen Kleinbildkameras inzwischen auch. Was die aber nicht haben, ist ein vergleichsweise großes Objektiv, wo viel Licht durchgeht. Und was die auch nicht haben, ist Wechseloptik. Ja? Also man hat ja oft bei den Kleinbildkameras einen vergleichsweise hohen Zoom-Bereich. Da gibt es im Wesentlichen die mehr oder weniger Weitwinkelmodelle, die von ziemlich weit rauszoomen. Also sowas wie ich es jetzt hier habe, das haben die meisten solchen Kleinbildkameras auch noch, diese Bildgestaltung. Also Kamera ist jetzt so weit weg, dass ich jetzt quasi mit dem Finger fast ins Objektiv reinlange. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lang mein Arm ist. Ja? Und hier sitze ich jetzt eben entsprechend. So hätten wir jetzt einen krassen Weitwinkel, dann wäre jetzt noch mehr Küche und der Hirsch da oben vor allen Dingen vollständig eben entsprechend zu sehen. Dann ist das toll, das ist toll bei Landschaftsaufnahmen, ja? Weil da kriegt man einfach mehr Landschaft aufs Bild und das ist meiner Meinung nach, nur meine Meinung, grundsätzlich bei bildgestalterischen und Fotothemen und Motivgestaltungsthemen und all so einem Kram, kann ich selbstverständlich nur meine Meinung sagen und mein ästhetisches Empfinden ist eben entsprechend verantwortlich dafür, was ich da gut finde, was ich da dann weniger gut finde und wo ich der Meinung bin, das langt, das ist doch ein tolles Bild, da muss doch jetzt nicht mehr noch großartig viel toller, weil für 5000 Euro mehr kriegst du noch ein kleines bisschen toller. Darauf läuft es nämlich meiner Meinung nach hinaus bei der modernen Kameratechnik. Und bei der Kleinbildkamera, die hat zwar einen gewissen Zoom-Bereich, ne? Meistens die richtig tollen, die mit den richtig tollen Bildergebnissen, so eine Sony RX100 Mark irgendwas, ich glaube so heißt sie. Es ist so eine klassische Kleinbildkamera. Ich hatte ja früher vor dem Ding, hatte ich eine DSC HX80 von Sony. Das ist ein ganz ähnliches Gehäuse, auch mit einem kleinen Sucher dran, mit einem kleinen Blitz dran, alles schicki, wunderbar. Und ein Mord-Zoom-Bereich. Die entsprechenden Bilder davon könnt ihr in meiner Schwedenreihe sehen. Da habe ich die ziemlich intensiv genutzt und denke ich auch ihre Limits ein wenig herausgefunden. Und was mich jetzt rückwirkend auf der Schwedentour halt eben gestört hat, es war eine so Ultra-Zoom-Kamera. Ich habe dafür ein paar tolle Aufnahmen von den Rentieren, die man wirklich schön sieht. Ich habe einen Bergfink, den man wirklich schön sieht. Ich habe generell den einen oder anderen Vogel wirklich schön formatvollend. Das heißt schön, die Bildqualität haut einen da nicht aus den Socken, aber man kann erkennen, was das für ein Tier ist und was das macht. Das ist so mein Primärziel bei Tierfotografie auf meinem Niveau. Ich habe da nicht vor, zum großen Meister zu werden, weil das erfordert
da hast du kein anderes Hobby mehr. Ne? Das ist dann wirklich das eine Hobby, das du hast und da musst du massenhaft Zeit und Geld reinstecken, um das dann zur Perfektion zu treiben. Und das kann ich nicht. Ne? Und das vermaße ich mir auch nicht an. Das darf dann gerne jemand tun, der sich dazu berufen fühlt. Ich mache höchstens mal einen Schnappschuss von dem Tier. Ne? Und das war mit dieser Kamera ganz gut möglich, weil die umgerechnet auf Wechselobjektive, wie man sie von Spiegelreflexkameras kennt, und mit Spiegelreflexkameras arbeite ich halt auch schon lange Zeit, das ist ein 300er Tele, ein kleines 300er Tele, heißt 300 mm, das heißt, das ist so ein Rohr. Ne? Und das muss man sich dann vorne entsprechend vor die Kamera schrauben und dann muss man versuchen, damit ruhig ein Foto zu machen. Und das wird schwierig. Das ist schon ein ganz altes. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kaufen kann, aber funktionieren tut es noch. Und ich habe das Geld nicht für ein neues, krasses Tele, weil die kosten ein Schweinegeld, Objektive. Insbesondere die krassen. Aber das tut fürs Erste für mich und das ist wunderbar. Aber damit komme ich auf 460 mm Gesamtzoom, weil meine Kamera noch einen sogenannten Crop-Faktor von 1,6 hat. Also sprich, die Brennweite eines jeden Objektivs, sei es nun hier zum Beispiel 24 mm, muss man immer noch mit, na, jetzt stellt es ja scharf, gell? Ja, brav. Muss man immer noch mit 1,6 multiplizieren und dann ist man hier bei, ne, so ungefähr 36, irgendwas um den Dreh, ne? Und im 300er Tele mal 1,6 sind halt 450 und 470. 480, Entschuldigung, ja, 480 mm, ne? Das ist toll, im Grunde ist das wirklich absolut ultimativ für Teleobjektive. Aber wenn man sich anguckt, was diese modernen Super-Zoom-Kameras können, ne? Umgerechnet hatte meine HX80, die ihr eben aus der Schweden-Reihe und auch aus sonstigen älteren Videos eben entsprechend kennt, hatte die umgerechnet einen Zoom von etwa 1000 mm. Ne? Also das wäre, wenn man sich 1000 mm an einen Spiegelreflex schraubt, wäre das so ein Rohr gefühlt. Also ja, und dann brauchst du noch ein zweites Stativ, damit das Rohr überhaupt hebt. Oder du baust halt das Stativ ans Rohr, nicht etwa an hinten an die Kamera. Also bei mir sitzt immer die Kamera auf dem Stativ und vorne dran hängt halt das Objektiv. Das geht mit dem Ding hier noch. Aber wenn man dann so ein Rohr da dran hat, was man auch nicht bezahlen und schon gar nicht mittragen kann, wenn man in die Natur gehen möchte und was anderes vorhat, als wirklich einfach nur mal kurz ein paar Tierbilder zu machen. Ne? Also auf Tour mitnehmen, völlig unmöglich. Und deswegen ist das halt schon was, wo diese Kleinbildkameras, die sind nach wie vor also echt toll, wenn man vor allen Dingen Tiere fotografieren will, die mit dem hohen Zoom. Ne? So. Wenn die allerdings einen tollen Zoom haben, und das war dann ein Problem in Schweden, dann haben die keinen tollen Weitwinkel. Es gibt nur entweder oder. Entweder hast du einen tollen Zoom oder du hast einen tollen Weitwinkel. Beides hat sich jetzt bisher zumindest bei der Mini-Mini-Kleinbildkamera noch nicht durchgesetzt. Und das gibt es auch bei der Spiegelreflex so nicht, weil die Zoombreite von dem Objektiv, was ich jetzt drauf habe, und das ist das sogenannte Kit-Objektiv, das wird entsprechend so den meisten Kamerakits, wo du, wenn du als Einsteiger halt eine Kamera kaufst, dann kaufst du meistens ein Paket und dann ist dann halt so ein Objektiv hier jetzt noch dabei. Insbesondere bei den Canon-Kameras ist das immer das 18 bis 55 mm IS-STM mit 4 bis 5,6, also Blende, ne? Das heißt, das Ding ist weder besonders lichtstark, noch ist es besonders toll, aber der Zoom-Bereich, in dem es sich befindet, ich persönlich finde den schon gut. Standard-Zoom spricht man auch gerne von, weil man ein bisschen Weitwinkel hat und auch durchaus schon mal ein paar Objekte ein bisschen ranzoomen kann. Ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist, ne, der Gesamtzoom ist halt jetzt aber auch nichts, was einen so richtig aus den Socken haut. Muss man meine Kamera besser festschrauben, jetzt, da braucht man nicht allzu schockiert sein, ne? So, und deswegen wollte ich gerne einen Spiegelreflex haben, außerdem haben die anders als die meisten dieser Kleinbildkameras die Möglichkeit, also insbesondere meine jetzt, dass man ein externes Mikrofon anschließen kann, das heißt, der Ton wird nochmal erheblich besser, externes Mikrofon heißt auch, dass man so ein Ding hier verwenden kann, ich habe jetzt momentan nicht drauf, weil hier geht kein Wind, aber wie wir inzwischen schon feststellen durften, wenn der Puschel drauf ist, versteht man mich auch bei
nahezu jedem Wind noch problemlos. Man hört zwar, dass Wind geht, aber der Klang, die Stimmerkennung, Stimmklang ist nach wie vor wunderbar zu verstehen. Und das ist natürlich auch wichtig für manche Gegenden, wo ich unterwegs bin. Deshalb war das nochmal ein wesentlicher Faktor. Und meine Spiegelreflex hier hat ein umdrehbares Display. Das heißt, ich kann aufs Display gucken, während ich mich selber filme, was für mich auch irgendwo wichtig ist. Einfach damit ich weiß, gucke ich jetzt vernünftig in die Kamera, gucke ich nicht vernünftig in die Kamera, wenn ich was ins Bild halte, ist das jetzt scharf oder ist das jetzt nicht scharf und all solche Sachen. Also das war für mich wirklich wichtig und deswegen, ich denke, die Anforderungen, die ich brauche, ist im Bereich der für mich noch bezahlbaren Kameras, die EOS 200D, definitiv die beste Wahl gewesen. So, und jetzt ist es halt eben eine Spiegelreflex und das bedeutet, sie hat Wechseloptik. Das heißt, das Standardobjektiv, was man drauf hat, ist nicht das einzige, sondern man kann die natürlich, wie ihr jetzt schon vermutet habt und wahrscheinlich genau wisst, kann man die Dinger eben auch austauschen. Ich besitze jetzt inzwischen 4 nennenswert nützliche Objektive. Das sind 3 davon, das 4. hängt auf der Kamera. Und was ich jetzt machen wollte, war euch einfach mal die Dinger ein bisschen zeigen und eben Dankeschön sagen für die 2.9. Das ist einmal eine Fixbrennweite, das heißt, dafür kann man nicht zoomen. Also das hier geht nicht. Die hat nur eine Einstellung, so wie jetzt die, die wir die meiste Zeit verwenden. Und wenn man näher ans Objektiv ran will, muss man laufen. Ans Objekt, das man gerade ablichten will, ran will, muss man laufen. Wenn man weiter weg will, muss man laufen. Dafür deutlich lichtstärker. Das heißt, bei der Dunkelheit kann ich mit dem Ding deutlich bessere Bilder machen. Also sowohl gefilmt als auch eben fotografiert, als das mit dem Kit-Objektiv der Fall ist. Und wie sich das jetzt genau auswirkt, werden wir sehen müssen. Ist jetzt neu. Habe ich jetzt zu Weihnachten eben erst geschenkt bekommen von Freundin. Herzlichen Dank an Freundin. Das ist natürlich, die hat es völlig übertrieben. Ne? Wir wollten uns eine Kleinigkeit schenken und sie hat mir mehrfach eingebläut, dass ich es ja nicht übertreiben darf. Und dann hat sie es aber doch übertrieben. Schweinerei. Voll hinterhältig. Einmal das. Einmal das. Das ist natürlich ganz, 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 ganz wichtig und das hätte ich mir jetzt sonst auch irgendwie selber zugelegt, da sie selber auf die Idee gekommen, dass ich das brauchen kann und ich durfte es schon ein bisschen ausprobieren und war schon richtig Spaß. Vor allen Dingen, weil es halt so schön klein ist. Ne? Das ist auch insgesamt nochmal eine Möglichkeit, die Kamera mitzunehmen, ohne allzu viel Zeug mitzuschleppen. Dann hat man zwar etwas gewisse Einschränkungen mit dem Fotografieren, man macht aber trotzdem tolle Bilder, man muss halt nur mehr hin und her laufen. Ne? Klein, leicht, toll. Das ist ein Ultraweitwinkel. Das erkennt man daran, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die Linse ist gewölbt. Also die bildet so eine Art Kuppel. Und, das probieren wir gleich noch aus, damit haben wir Brennweiten von 10 bis 18 mm, steht hier. Und das ist quasi das weitere Ende vom Standardobjektiv hier. Ja? Was jetzt gerade drauf ist. Also wenn wir noch ein weiteres Bild haben wollen, dann brauchen wir einen Weitwinkel bzw. einen Ultraweitwinkel. Da hat es von Canon, preis-leistungstechnisch ist das sicherlich ein ganz hervorragendes Objektiv, wenn man denkt, dass man es noch bezahlen kann und es gleichzeitig aber auch durchaus ordentliche Leistungen abliefert. Für mich ist es deswegen noch interessant, weil es einen Bildstabilisator hat. Heißt, das ist für mich auch mein neues Vlog. Objektiv, wenn ich also mal rumlaufe und die Kamera halte, während ich was erzähle und rumlaufe. Das mit dem momentanen Objektiv, was jetzt drauf ist, war das immer sehr schwierig. Das war immer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Das möchte ich euch nicht lange antun und auch nicht mir, weil ich mich beim Schneiden dann auch immer darüber aufrege, dass das so arg wackelt. Mit dem Ding ist das deutlich angenehmer geworden. Deutlich, deutlich, deutlich. Ist noch nicht ganz perfekt. Ich muss dann auch so trotzdem noch zusätzlichen Deppenzepter verwenden. Also zum Beispiel dieses Ding hier, das ist ein relativ kurzes, ich hatte auch mal längere, aber wenn die allzu lang werden, dann muss die Kamera sehr leicht sein, sonst wird es ein bisschen unstabil. Aber mit dem Ding hier, das reicht für meinen Spiegelreflex jetzt hier eigentlich ganz gut und das ist so das Deppenzepter meiner Wahl in letzter Zeit. Man kann natürlich auch das Stativ einfach in die Hand nehmen und vor sich weghalten und dann die Deppenzepter-Variante machen. Also ich bin auch noch am Experimentieren, aber ich denke, ich werde, auch wenn ich mich selber bewege beim Rumlaufen, mich halt filme und so einen im Wald rumlatsch-Vlog mache mit dem Weitwinkel und eben entsprechend Deppenzepter jetzt dann auch ziemlich wackelfreie Bilder hinbekommen. Nicht ganz, aber ziemlich. Ne? So, also das sind die großen Neuerungen. Teleobjektiv ist klar, zoomt Dinge super ran. Und ich wollte euch die 3 jetzt einfach mal im Vergleich
kurz montiert zeigen im Rahmen dieses Videos und eben nochmal Danke an Schatz sagen für die beiden neuen. Ich fühle mich damit jetzt total komplett, was die Fotografiererei angeht. Natürlich wiegt der ganze Scheiß zusammen, einen ganzen Haufen. Klar gibt es da erheblich leichtere Lösungen, dazu kommen wir auch noch. Und im Grunde ist es relativ blöd, in der heutigen Zeit wirklich auf Tour noch eine klassische Spiegelreflex, wenn es auch ein sehr leichtes Modell ist. Das ist wirklich ein sehr leichtes Modell, vergleichsweise. Noch klassisch sowas mitzuschleppen und klassisch noch einen Haufen Objektive mitzuschleppen, das muss man schon wollen. Aber ich will, Evelyn will auch. Sie hat auch darauf bestanden, dass wir das schwere, fast ein Kilo wiegende Stativ noch mitschleppen. Einfach um wirklich die optimale Bildqualität mit der Technik, die vorhanden ist, bei mir irgendwie rauszuholen für eben die große Tour, die dann im Sommer ansteht, also nach Grönland. Ne? So, ja, ich baue euch noch mal kurz hier was um und dann gucken wir mal so zum Vergleich. Wir halten noch mal im Hinterkopf, dass Hirsch so jetzt mit dem normalen Objektiv, mit normalem Objektivzoom Hirsch, ja, schon ziemlich formatfüllend möglich. So, wir bauen mal um auf Tele. So, das jetzt Hirsch mit Tele und das ist noch nicht Tele gezoomt, das ist lediglich Tele erstmal draufgeschraubt. Soll heißen, wann immer man das Tele drauf hat, hat man automatisch, selbst in der am weitesten rausgezoomten Einstellung, schon mal einen Haufen Zoom. Schon mal einen Haufen mehr Zoom als mit dem Standard-Kit-Objektiv, wie wir hoffentlich noch in Erinnerung haben. Wenn ich jetzt zoome, dann werde ich den Hirsch wahrscheinlich nicht mehr groß scharf stellen können, aber ne, dann können wir ganz gut erkennen, wie der Aufbau des Hirsches ist und dass Evelyn diesbezüglich gecheatet hat, dass das nämlich kein Origami-Hirsch ist, sondern tatsächlich da wohl eine Schere auch zum Einsatz kam. Ne? Richtiges Origami wäre ja nur mit Falten. Ne? So, also das ist das Teleobjektiv. Haken, ihr kennt vielleicht so winzige Bildwackler, beziehungsweise wenn ich jetzt auch nur ansatzweise mit dem kleinen Finger so ansatzweise an die Kamera tippe, dann wackelt es auch schon. Also die geringste Vibration erzeugt halt schon ein verwackelndes Bild, einfach weil die Brennweite so hoch ist, weil der Zoom aus, weil der Ausschnitt so hoch ist. Wenn ich meine Kamera einen Mikrometer bewege, dann bewegt sich das auf diese Entfernung im Bild natürlich gleich um ein paar Zentimeter und das sieht man logischerweise. Also das ist der große Nachteil, dafür kann man halt Dinge vergleichsweise weit ranholen. Ist ein altes Objektiv, deswegen macht es auch entsprechend viel Lärm. Wenn ich jetzt nicht das externe Mikrofon drauf hätte, würdet ihr das noch deutlicher hören. Das Zoom-Geräusch erzeugt Geräusche, die man dann im Video hören kann. Das Zoomen mit dem Objektiv selber erzeugt auch ein gewisses Geräusch. Naja, gut, also das ist das Tele. So, das ist jetzt die Fixbrennweite. Hallo! Also der sogenannte Pfannkuchen, nenne ich den immer gerne, ist dieses ganz kleine Objektiv. Da kann ich jetzt halt so viel dran rumdrehen, wie ich möchte, da kann ich gar nicht zoomen. Ich habe also diese Einstellung und wenn ich jetzt näher zum Hirsch hin wollte, dann müsste ich zum Hirsch hingehen. Und auch wenn ich mich selber filme, ne, das ist ungefähr so das Bild, wie wir es eben auch hatten. Und das ist deswegen unscharf, weil ich vergessen habe, dass ich noch auf manuellem Fokus bin. Jetzt stellt das auch scharf. Also ungefähr so wie eben, wenn man entsprechend weit rauszoomt mit diesem Ding, dann ungefähr. Ne? Also tendenziell kann ich hiermit noch einen Ticken weiter rauszoomen, weil ich auf 18 mm rauszoomen kann. Und 18 mm mal eben wieder 1,6 entspricht dann so noch ein bisschen weniger, ein bisschen weiter rausgezoomt als das da. Aber wirklich nicht mehr viel. Und ihr seht, für eine Standardbrennweite, die man jetzt nicht mehr groß anders machen kann, entspricht das, was wir hier jetzt sehen, ganz gut dem Zoom-Faktor, den wir auch mit dem menschlichen Auge eben entsprechend haben würden. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich finde, das ist einfach eine Brennweite, mit der kann man gut arbeiten, kann man für meinen Geschmack gute Fotos machen, einfach weil es sich natürlich anfühlt, weil es halt ungefähr dem entspricht, was man mit dem Auge auch sieht. Wenn du also durch die Kamera guckst, siehst du das, was du auch sehen würdest, wenn du nicht durch die Kamera guckst. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr harmonische Angelegenheit. Aber ansonsten gibt es zu dem Ding nicht viel zu sagen. Dadurch, dass es eine Fixbrennweite ist und eben nicht noch alle möglichen Linsen zum Zoomen verbaut sind, ist das Objektiv von der Bildgebung her generell ein Ticken besser. Das werdet ihr jetzt aber wahrscheinlich keinen Unterschied hier jetzt im Videomaterial feststellen können. Aber im Grunde ist es schon nochmal wirklich einen kleinen Ticken besser.
ob es das unbedingt braucht, das muss jeder für sich wissen. Ich persönlich arbeite da sehr gerne mit. Das bisschen, was ich bisher ausprobieren durfte, ist mein neues Lieblingsobjektiv. Irgendwo. Nicht, dass das notwendig ist, aber vor allen Dingen, wenn ich mal wieder abends spät im Wald hocke, kann ich halt, bevor das Bild grauenvoll wird, das kennen wir alle, mehrere Videos gibt es, wo das dann irgendwann passiert, habe ich damit bestimmt nochmal 10 Minuten mehr Zeit, bevor das Bild eben entsprechend grauenvoll wird. Und ich denke, so in der Einstellung, das klappt. Ich hocke nicht so weit weg von der Kamera, dass ich sie nicht mehr anfassen kann. Das ist dann für mich nämlich umständlich, wenn ich die eigene Kamera nicht mehr anfassen kann, weil ich mal was umstellen möchte, während ich was erzählen bin. Und ich bin auch nicht so formatfüllend im Bild, dass man vom Hintergrund gar nichts mehr sieht und nur noch meine Fratze. Und das will ja keiner. Also ich fühle mich dann auch unwohl, wenn ich so groß im Bild bin. Dass ich vor der Kamera hocke und im Bild bin, daran habe ich mich im Laufe der Jahre gewöhnt. Aber ja, ne? So, jetzt machen wir nochmal das Weitwinkel. Das heißt, ihr solltet mir von der Küche zu sehen bekommen. So, das ist jetzt nochmal die Einstellung mit 18 mm. Das kann also das Standard-Kit-Objektiv auch noch. Genau das, was wir jetzt sehen, ist die Grenze des Weitwinkels am Standardobjektiv. Der Unterschied ist nur der, mit dem Standardobjektiv könnte ich jetzt weiter reinzoomen, den Hirsch näher ranholen. Mit dem Weitwinkelobjektiv kann ich nur weiter weg. So, und das machen wir jetzt mal. Ja, und wie ihr seht, seht ihr jetzt mich ziemlich klein. Ich bin genauso nah an der Kamera wie vorher auch. Also ich kann immer noch meinen Finger quasi aufs Objektiv legen, nur wirkt mein Arm erheblich länger. Und man kriegt bedeutend mehr Raum, bedeutend mehr von dem, was da ist, eben entsprechend aufs Bild. Erschreckenderweise ist nahezu sogar die Küchentür, und die ist wirklich weit weg. Ich muss mich da jetzt wirklich massiv umdrehen, um die richtig sehen zu können, ist da jetzt drin. Also das sind jetzt 10 mm, mit dem Crop-Faktor der Kamera sind es also 16 mm. Hätte man jetzt eine Vollformatkamera, aber das geht jetzt zu weit, das auch noch zu erklären, was die tut. Ich weiß es zwar inzwischen, aber muss ich das nicht erzählen. Dann wären es wirklich 10 mm und dann sähe das nochmal viel, 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 viel krasser aus. Der Nachteil, solche Ultraweitwinkel, meine Kamera rechnet das jetzt raus, aber man kriegt keine geraden Linien mehr hin, weil eben durch diese enorme Weite des Bilds das Ganze ein bisschen kreisförmiger wird. Soll heißen, wenn wir jetzt hier irgendwo eine gerade Linie im oberen Bildbereich hätten, hier jetzt zum Beispiel eine wirklich genau vertikale Linie, auf die ich draufhalten würde, dann würde sich die etwas krümmen im Rahmen dessen, dass das Objektiv ja rund ist, ne? Und das sieht man dann halt irgendwann. Man kann bei der Kamera einstellen, dass das rausgerechnet werden soll, automatisch, diese entsprechenden Krümmungen, die durch Ultraweitwinkel entstehen. Und was wir auch noch kriegen, ist die chromatische Aberration. Die rechne ich jetzt auch automatisch, lasse ich die rausrechnen. Das Bild wird dadurch nicht besser, sondern ehrlich gesagt nochmal ein bisschen weniger schön, weniger. Man braucht mehr Licht, um überhaupt vernünftige Bilder machen zu können. Wenn man das alles abschaltet, dann kann man natürlich nochmal bei weniger Licht trotzdem noch Bilder machen und so weiter, aber dann sind die Ecken des Bildes deutlich dunkler, also alle Ecken, als zum Beispiel die Mitte vom Bild. Und wenn ich jetzt mit der Kamera wackeln würde, was ich jetzt nicht tue, aber das seht ihr dann bei anderer Gelegenheit, könnt ihr dann mal bei irgendeinem anderen Video darauf achten, wenn es euch interessiert, dann wäre auch relativ gut zu sehen, ich in der Mitte bewege mich kaum. Aber der verzerrte Bereich außen, vor allen Dingen in den Ecken, der wackelt relativ intensiv. Also wenn ich jetzt machen wir es doch mal schnell, wenn ich jetzt hier mit rumlaufe, ne, dann kann man einen gewissen Wackelfaktor in den Ecken relativ schnell erkennen, während ich selber, also mein Gesicht, kaum wackelt. Das heißt, wenn ich jetzt damit durch den Wald laufe, dann könnt ihr mir deswegen ganz gut zuhören, weil halt eben ich selber kaum verwackle, die Umgebung halt schon ein bisschen. Ich persönlich empfinde das nicht als störend. Wie ihr das seht, müsst ihr dann selber wissen. Aber ich finde gerade zum Filmen, insbesondere wenn ich halt eben im Wald rumstapfe, ist dieses Objektiv wirklich, wirklich, wirklich eine gewisse Bereicherung. So. Das also Bens neue Kameratechnik. Ich habe jetzt eigentlich alle Objektive, die ich haben wollte zur Spiegelreflex. Natürlich gibt es da jetzt noch mehr und es gibt vor allen Dingen noch viel teurere, viel bessere. Beim Fotografieren ist es aber, finde ich, da kann man sich jetzt streiten. Ich bin sicher, dass da einige Leute anderer Meinung sein werden. Und ich bin auch kein Profi und ich werde auch nie ein Profi werden, weil wenn man Profi-Fotograf sein will, dann hat man kein anderes Hobby mehr. Das ist ganz einfach. Das erfordert so viel Zeit und Arbeit und Aufwand, dass man dann wirklich nicht noch viel anderes machen kann.
Und mal vor allen Dingen Geld, 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 Geld. Denn noch ein Ticken besser, ein bisschen besseres Objektiv, das dann in manchen Bereichen, das zum Beispiel dann keinen Bildstabilisator hat. Ne? Also das nächst teurere wäre für meine Zwecke gar nicht besser geeignet, weil ich den Bildstabilisator brauche. Da das nächst lichtstärkere Weitwinkelobjektiv wäre für mich auch, brauche ich auch einfach nicht, weil was will ich damit machen? Tagsüber Landschaften fotografieren oder mich tagsüber bei vernünftigem Licht oder schlimmstenfalls im Wald, aber so dunkel ist da jetzt auch wieder nicht, eben entsprechend im Vlogging-Stil dann bei getragener Kamera begleiten. Ich will ja gar nicht die Milchstraße fotografieren oder sowas, wofür man dann wirklich ein Ultraobjektiv braucht, damit das nicht scheiße aussieht. Aber das will ich gar nicht. Den Anspruch habe ich nicht. Und deswegen ist das für mich das objektive optimale Weitwinkelobjektiv so rum. Das objektive Optimale. Nein, andersrum. Weil eben es kann das, was ich möchte, was ich brauche, und es ist dabei zu einem vernünftigen Preis zu haben. Und es wiegt wenig, weil das Ding ist aus Plastik. All meine Objektive hier, bis auf den Pfannkuchen, der ist tatsächlich aus Metall. Metallgewinde. All die anderen, die haben ein Plastikgewinde. Ne? Da habe ich nichts dagegen. Klar ist das nicht so hochwertig und vielleicht kann ich die Dinger dann nicht in 3 Generationen noch vererben. Aber die sind leicht und Gewicht spielt für mich wirklich, wirklich eine Rolle. Eine schwere Kamera hat den Vorteil, dass man die Bilder automatisch besser stabilisiert hat, weil man so einen Klotz mit sich rumträgt, dass man mit den Mikrovibrationen gar nicht machen kann, so massenträgheitsmäßig. Aber ich kann es nicht auf Tour mitnehmen. Na, irgendwo ist die Grenze erreicht. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Kladderadatsch in dieser Tasche habe, mit Akkus, mit dem externen Mikrofon, Akkus sind so groß. Ne? Die wiegen zwar nicht unglaublich viel, aber sind auch nicht super, super, super leicht. Und dann noch das Stativ mit Schleppe, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Den Kamerabuddy selber, der ist vergleichsweise auch wieder vergleichsweise leicht, aber wiegt auch seine 300 irgendwas Gramm, glaube ich. Sind auch nur 200 irgendwas Gramm, aber wenn die Tasche wirklich mit all diesem Kladderadatsch, vor allem das Tele ist schwer, sehr, sehr schwer, das besteht aus viel, viel, viel Glas, dann ist die Tasche wirklich schwer. Das merkst du. Selbst wenn du die so über die Schulter hängst oder sonst irgendwie, auch dann ist sie schon schwer. Das merkt man wirklich. Und wie gesagt, da kommt noch fast ein Kilo Stativ und das ist ein leichtes Stativ mit einem Kilo dazu und dann holla die Waldfee. Aber dafür habe ich dann auch alle Möglichkeiten der Bildgestaltung, alle erdenklichen Möglichkeiten entsprechend rauszuzoomen, ranzuzoomen. Und wenn es mal ein bisschen dunkler wird, kann ich noch mit dem Kleinen arbeiten. Dann habe ich diese Flexibilität finde ich einfach unglaublich toll. Und ich denke, so kann ich das Maximum an schönen Bildern, so aus meiner Sicht, rausholen, ohne ein Vermögen an Geld investieren zu müssen. Ne? Wie gesagt, es gibt noch andere ganz, 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 ganz großartige Kameras, die können das auch alles, die haben auch kleine Objektive. Wenn man unendlich Geld hätte, könnte man da 30.000 Euro ausgeben für die absolute ultimative, super toll Profi-Ausrüstung, die trotzdem noch leicht ist. Das geht, aber ihr seht, wo der Haken ist. Er hat viele Nullen. So, ja. Viel erzählt, aber ich wollte das einfach gerne mal zum Besten geben. Ist mir einfach mal ein Anliegen gewesen und auf diesem Wege auch noch an Schatz Danke zu sagen, dass ich jetzt eben ein Weitwinkel- und ein Pfannkuchenobjektiv eben entsprechend mein eigen nennen darf. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich denke, für die meisten Waldaufenthalte, wenn ich einfach mal so zum Vloggen rausgehe, muss ich im Grunde nur den Weitwinkel mitschleppen. Der kann das, was ich so alltagsmäßig am ehesten brauche. Alternativ eben der Pfannkuchen, damit komme ich auch ganz gut zurecht. Ich will mir aber angewöhnen, dass ich immer, wenn ich jetzt nur eine Kleinigkeit vorhabe, auch das Tele dabei habe, sprich die ganze schwere Kameratasche mitschleppe, einfach falls mal doch noch ein Tier auftaucht. Nachdem ich jetzt mal diesen Fasan da plötzlich erwischt, dass der ausgerechnet an einem Tag kam, als ich ausnahmsweise mal das Tele dabei hatte, was ich normalerweise nicht hatte, umso wichtiger ist es mir jetzt in Zukunft, das dann besser hinzukriegen. Übrigens, beim Fasan, die Tatsache, wie ich den Fasan habe aufnehmen können, wer sich daran vielleicht noch erinnert, hat dazu geführt, dass dieses Stativ jetzt einen smoothen Drehkopf hat. Das heißt, man kann da drehen, ohne dass es so furchtbar ruckelt. Mein anderes Stativ, das war halt eben so entsprechend billig, dass man da nur ruckelnderweise drehen konnte. Und dementsprechend habe ich jedes Mal, wenn der Fasan 5 Schritte macht, einen Ruck.
und das sieht scheiße aus beim Filmen. Man versucht im Fasan hinterher zu filmen und mit diesem schönen, smoothen Drehkopf, also weichen Drehkopf, dafür ist smooth ehrlich gesagt fast schon ein passendes Anglizismus. Also manchmal sind manche Anglizismen, finde ich, dann nicht so scheiße. Obwohl ich versuche, sie mir abzugewöhnen, aber gut, egal. Jedenfalls, das ist auch nochmal so ein Upgrade meiner Kameratechnik eben, dass ich das jetzt weich drehen kann, ohne dass es allzu viele Ruckler beim Drehen gibt. Das kann man jetzt nochmal ein bisschen weicher einstellen. Und so, jetzt. Seht ihr? Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine deutliche Verbesserung zu früher. Gut, das war es jetzt aber. Kameratechnik, Spielreflexbereich abgearbeitet. Neuerdings habe ich auch noch andere Kameratechnik. Meine Fresse. Gibt ein anderes Video jetzt erstmal an dieser Stelle. Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und wenn es euch interessiert hat, bin ich froh. Und wenn nicht, dann hoffe ich, ihr habt euch nicht allzu sehr jetzt, fühlt euch jetzt nicht allzu sehr gekränkt, dass ihr Lebenszeit mal wieder mit mir verschwendet habt. Solltet ihr aber inzwischen gelernt haben, dass ihr das nicht tun sollt. Macht's gut.